Ich promoviere am Institut für Statik und Dynamik an der Uni in Stuttgart im Bereich experimenteller Biomechanik. Ich habe Medizintechnik studiert und forsche jetzt hier im Bereich von Skelettmuskulatur. Also ich wusste schon immer, dass ich was Technisches machen will und habe dann nach dem Abi ein halbes Jahr in der Klinik gearbeitet und habe dann dort aber gemerkt, dass eigentlich nicht der Beruf des Arztes das ist, was ich spannend finde, sondern die ganze Technik, die dafür entwickelt wird. Das Spannende an der Medizintechnik finde ich eben, dass man dann das Technische für ein medizinisches Problem löst, wo eben die Aufgabe, die man löst, Menschen hilft. Also am Beispiel von einem Motor, der an einem künstlichen Herzen sitzt und einem Motor, der in einem Auto sitzt, das ist technisch irgendwie das gleiche Werkstück. Aber an einem Motor zu forschen, der ein künstliches Herz vorantreibt, ist viel sinnerfüllender, als an einem Motor zu forschen, der irgendwie ein Auto voranbringt. In meiner Promotion versuchen wir Muskelkräfte der Skelettmuskulatur, also zum Beispiel unseren Armen oder Beinen, messen zu können. Die Kräfte, die wirken im Endeffekt auf den Muskel und man kann die mechanisch messen, wenn man den Muskel sich als normalen Werkstoff vorstellt, dass man einfach einen Kraftsensor an den Muskel anbringt. Das ist jetzt natürlich am Menschen nicht so einfach möglich. Deswegen ist unsere Forschungsfrage, Methoden zu finden, wie wir nicht invasiv mit verschiedenen Messmethoden von außen Muskelkräfte messen können. Ich würde meine Forschung als Grundlagenforschung bezeichnen, die natürlich viele Anwendungen haben kann. Zum einen bei neuromuskulären Erkrankungen, dann für Muskelmodelle, für Simulationen, für Orthesen, für Prothesen oder beim operativen Eingriff zum Beispiel eine Naht zu planen. Ich habe eigentlich eine Traumstelle für mich so im Endeffekt gefunden, weil ich habe was Experimentelles. Ich habe einen Teil, wo ich auch wirklich irgendwie hands-on mit Probanden interagieren kann oder sogar mit Patienten. Da muss man auch ein bisschen Sozialkompetenz haben. Und dann habe ich eben auf der anderen Seite dann die Datenauswertung und Literaturrecherche und dann eben auch die Interpretation von den Daten und daraus dann wissenschaftlich eine Erkenntnis zu ziehen. Das ist ja auch das Entscheidende an der Forschung, aber ich finde es sehr schön, die Abwechslung zu haben. Das große Ziel Promotion ist halt irgendwie sehr weit weg am Anfang, wenn man anfängt. Was mir hilft, ist es eben kleine Ziele zu schaffen, wo man dann sich zwischendurch auch mal loben kann oder auch wo man zwischendurch mal evaluieren kann, wenn es mal nicht gut geklappt hat, an was kann es dann gelegen haben. Und diese kleinen Zwischenschritte oder kleinen Ziele, die man sich setzen kann, die führen dann eben am Ende über mehrere Jahre dann zu dem Gesamtziel Promotion.